Bis zum 3. Januar habt ihr jetzt bei Ineba noch die Chance, neue Games für den halben Preis zu bekommen. FIFA 21, Black Ops Cold War, Modern Warfare, was auch immer ihr wollt. Mit dem Partner Trustly und meinem Code Chappy für 3% extra zahlt ihr für FIFA 21 aktuell nur 29 Euro. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das war irgendwie schrecklich und deswegen werden wir einfach direkt anfangen. Ich habe gute Neuigkeiten für euch, für all die Leute von euch, die Christmas Noobs jagen wollen, beziehungsweise die dafür sorgen wollen, dass Leute, die sich das Spiel neu kaufen oder neu in dem Game sind, weinend und heulend wieder rauslaufen, so wie es die letzten Jahre ist. Tony Flame, Lead Designer von Treyarch und hat mittlerweile so ein bisschen die Position von David von der Haar übernommen, hat Folgendes gepostet. Er hat wortwörtlich geschrieben, wenn es bei uns mit 0% Vorhersagung schon schneit, ist an Weihnachten alles möglich und zielt so ein bisschen darauf ab, gerade mit dem Einleitungssatz mit den Christmas Noobs, dass in Cold War es möglich ist, dass Skill-Based Matchmaking entfernt wird. Etwas, was ich persönlich für eigentlich bisher völlig unmöglich gehalten habe. Denn Activision macht seit dem letzten Jahr, das werden alle Daten zeigen, alle Stats, alles, was die da machen, richtig viel Geld mit dem ganzen Thema. Und da denkt man sich, nein, wenn die jetzt in jedem Modus Skill-Based Matchmaking entfernen, wird ja keiner mehr ein Problem haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Keiner hat bisher darüber gesprochen, wie es eigentlich in der Zukunft aussehen wird. Jeder geht einfach davon aus, dass Skill-Based Matchmaking einfach drinne bleibt, dass Skill-Based Matchmaking das Thema schlechthin sein wird. Wo aber noch keiner drüber gesprochen hat, ist, wie sieht eigentlich die Zukunft von Call of Duty aus, mit allem, was dazukommt. Denn eins muss man ja ganz ehrlich bedenken, Skill-Based Matchmaking wird nicht Ewigkeiten so bleiben können, wie es aktuell ist. Und der Grund dahinter ist relativ einfach. Zwar macht Activision seit dem letzten Jahr unglaublich viel Geld mit Skill-Based Matchmaking. Damit, dass die Lobbys eben für Anfänger super einfach sind und für Profis super schwer. Denn die Leute, die seit Jahren COD spielen, ihr als Zuschauer von YouTube-Kanälen und andere Zuschauer, all diese Leute gehören zu den Spielern, die above average sind, das heißt über dem Durchschnitt, die generell in CODs eine 1,5er KD vielleicht haben, vielleicht eine 1,6er KD, vielleicht sowas in der Art. Aber Skill-Based Matchmaking zielt ja darauf ab, dass Leute das Spiel länger spielen und mehr spielen, die keine 1,5er und kein 6er KD haben, sondern die eine 1er KD haben, vielleicht eine 0,8er KD. Und Skill-Based Matchmaking als Thema ist für uns als Community seit Ewigkeiten nervig. Der Grund dahinter ist einfach, dass wir keine entspannten Runden mehr spielen können. Wir können nicht tracken, wie gut sind wir geworden, wie schlecht sind wir geworden, mit was für guten Gegnern spiele ich in der Lobby. Wie sind die Punkte pro Minute? Man kann sich in der Lobby ja nur noch nach dem Namen orientieren und dann schauen, dass man eventuell eine gute Lobby bekommt anhand der Namen von den Gegnern. Und da kann man eben immer so ein bisschen sehen, wenn es ein Gegner ist mit ganz viel Zahlen dahinter, so Timmy3347, das ist immer so ein Indiz für viele Leute, dass der Gegner kein guter Spieler ist. Und das funktioniert teilweise, aber natürlich gerade jetzt, wo man Namen auch ändern kann, wo Activision Namen ändern kann, ist das keine sichere Variante mehr und schon gar nicht eine Variante, bei der man 100% immer sagen kann, so funktioniert das, ich suche mir nur noch Gegner mit solchen Lobbys. Vor allen Dingen, ihr könnt mit Skill-Based Matchmaking Ewigkeiten suchen, ihr findet sie vielleicht trotzdem nicht. Und es wird am Ende dann irgendwann, das hat Exclusive Ace gestern in einem Video ganz schön zusammengefasst, irgendwann daraus laufen, dass Activision sich entscheiden muss, in welche Richtung es gehen möchte. Was ist der Plan in Zukunft? Soll Call of Duty weiterhin ein Casual Game bleiben, so wie wir es kennen, wo man grinden kann, wo man Dinge freischalten kann? Gestern Abend haben ungefähr 16.900 Leute Black Ops Cold War geguckt bei Twitch. Das ist unglaublich wenig. Das ist so wenig wie seit Ewigkeiten nicht. Das ist weniger als Modern Warfare. Und da muss man natürlich dann sich auch die Frage stellen, wenn so wenige Leute tatsächlich zugucken und tatsächlich so wenig Interesse dran haben, worauf läuft es dann hinaus? Was ist der nächste Schritt sozusagen? Denn Warzone hat fast 100.000 Zuschauer gehabt und Warzone ist schon seit langer, langer Zeit die bessere Variante auf Twitch, auf YouTube beim Zuschauen.
Call of Duty als Franchise hat seit Jahren einen riesigen Vorteil. Es hat seit Jahren keine richtige Konkurrenz mehr. Call of Duty ist immer so ein bisschen Konkurrenz zu Battlefield gewesen. Battlefield 5 war jetzt, ich sag mal, für die meisten Leute aus der Community ein Reinfall. DICE hat da richtig Scheiße mitgebaut. Das heißt, viele Spieler, die sonst Battlefield spielen würden, spielen aktuell Black Ops Cold War und haben letztes Jahr Modern Warfare gespielt, weil sie eben keine Alternative hatten und trotzdem etwas spielen wollten. Dazu kommt denn eben das Problem, wenn die neuen Konkurrenten demnächst wieder kommen, das heißt, wenn die nächsten Games wieder rauskommen, die eigentlich dafür sorgen würden, dass viele Spieler oder dafür sorgen werden, dass viele Spieler eben kein Interesse mehr haben, Black Ops Cold War zu spielen und kein Interesse mehr haben, irgendwie von Call of Duty, von der Franchise was zu spielen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass viele, viele Leute das Spiel wieder verlassen werden. Und wenn sie das Spiel erstmal verlassen, werden die Spieler auch nicht wiederkommen. Das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Darauf wird es hinauslaufen. Egal wie man zu der ganzen Franchise generell steht, das wird das der nächste Schritt sein. Ich bin absolut gefickt worden. Und Activision mit der Franchise Call of Duty wird dann sehen, dass es eben so nicht ewig weitergeht. Und dass, wenn man die großen Content Creator und die OG-Player, das heißt, die schon seit Jahren bei der Stange sind und die sich seit Jahren das COD sowieso kaufen, weil sie schon, ich sag mal, so süchtig sind in Anführungsstrichen, dass es für die das einzige Game ist, wo es eine wirkliche Alternative ist, diese Leute werden irgendwann aufhören, das Spiel zu kaufen. Und nur mit den ganzen Anfängern wird man dann, wenn es längst von mehr gezeigt wird, auch keine Chance haben, große Schritte zu machen. Man wird dann nicht mehr die großen Verkaufszahlen haben. Es wird durch Skill-Based Matchmaking irgendwann darauf hinauslaufen, dass die Leute satt sind, dass sie sich nach Konkurrenz umschauen, dass sie andere Lösungen und andere Games finden, die sie mehr interessiert, weil die entweder besser gemacht sind, weil sie besser vermarktet sind oder. Und wenn das passiert, muss ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, an dem Punkt, wo das passiert, ist Call of Duty auch kaum noch zu retten. Und diese Vormachtstellung, die COD seit vielen, vielen Jahren eigentlich hat und die auch weiterhin noch so sein wird für ein oder zwei Jahre, die wird dann aufgebraucht sein. Die Leute werden dann aufhören. Die Leute werden das Interesse verlieren, mehr und mehr, und werden sich nach Konkurrenz umschauen und werden andere Games zocken und werden andere Dinge ausprobieren. Und dieser Schritt ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Ein Spieler, den du erstmal verloren hast, den wirst du super, super schwer nur wieder zurückbekommen können. Und das ist auch vollkommen richtig so, denn die Gaming-Industrie bietet so viele Alternativen mittlerweile zu Call of Duty, zu allen Games, die da irgendwie zugehören, zu allen. GTA 6 wird irgendwann kommen. Neben GTA 6 wird auch irgendwann nochmal ein gutes Battlefield kommen. Es werden so viele Konkurrenten zu Call of Duty kommen, was die andere Leute, die zum Beispiel mich dann einfach wegziehen werden. Ich persönlich würde wahrscheinlich kein Black Ops Cold War spielen, wenn es aktuell GTA 6 geben würde. Und auch wenn GTA 6 nicht ein Shooter ist in dem Sinne, es ist für mich eine GTA-Reihe, eine deutlich bessere Reihe und deutlich bessere Produkte, die mich lange bei der Stange halten. GTA 5 ist vor Jahren rausgekommen und wird immer noch gesuchtet von den Leuten. Das heißt, dieser Tweet von Tony Flame suggeriert zwar, wir nehmen Skill-Based Matchmaking jetzt raus, sie werden es jetzt aktuell nicht tun, man merkt es auch einfach nicht, aber es zielt schon ein bisschen darauf hinab, dass jeder mal auch von uns ein bisschen nachdenken sollte, die Call of Duty Community wird nicht mehr ewig da bei der Stange gehalten werden und der Protest gegen Skill-Based Matchmaking geht seit Wochen jetzt so und wird immer größer. Und ich bin sehr gespannt, ob wir als Community das irgendwann erleben werden, dass Activision von diesem Modell weggeht und sich was anderes überlegt, also entweder runtertunen oder ob sie das Ganze einfach mit genug Gewinn in den letzten Jahren in den Karren oder den Dreck in den, oder den Karren in den Dreck fahren, so heißt das. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich würde mich freuen. Ich bin raus für heute. Schönen Abend. Eine ganz kurze Info für euch raus. Ich habe heute meine Loot-Pakete bekommen. Das heißt, ich darf jede Menge Loot-Booster an euch verschenken. Ich habe hier alle Geschmackssorten, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind. Ich gebe keine Garantie darauf, dass das die einzigen bleiben. Ganz im Gegenteil. Mehr darf ich leider nicht sagen und mehr werde ich nicht sagen. Dazu verlose ich zweimal
ganz normal ein Loot Shaker mit den verschiedenen Geschmackssorten als Probe mit drinne. Und weil das noch nicht ausreicht, bekommt ihr noch viel mehr von mir. Ich werde in den nächsten Tagen in jedem Video mir zufällig Leute rauspicken aus den Kommentaren und werde die dann in den Kommentaren anschreiben. Am besten, ihr folgt mir sonst auch auf Instagram, da mache ich das ebenfalls. Und ich habe hier so viele Pakete abgegriffen zum Probe. Ihr habt aktuell auch zusätzlich noch die Chance. Wenn ihr auf Lootdrink geht, könnt ihr euch, wenn ihr euch beim Newsletter anmeldet, ein Probepaket sichern. Die Versandkosten werden übernommen, ihr braucht nichts zahlen. Ihr könnt den Gaming Booster einfach probieren, ohne einen Cent zu bezahlen. Und wenn er euch schmeckt, könnt ihr den Code Chappy25 nehmen für 25% Rabatt. Wenn er euch nicht schmeckt, ist das auch nicht schlimm, denn habt ihr nichts bezahlt und seid ein Erfahrungsreicher. Das heißt, all diese Dinge werde ich jetzt die nächsten Tage verschenken, verlosen. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr auf jeden Fall, wie ihr die besten Chancen habt. Und ich sag mal, wuhu!